Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir alle kennen das. Man sitzt am Silvesterabend mit Freunden beim Raclette. Elisa bereitet schon mal das Bleigießen vor und zack, auf einmal gruppendynamischer Prozess und plötzlich wirft man Böller in Rettungswagen. Dieser Twitter-Post entlarvt die Verlogenheit der aktuellen Debatte, die die Polizisten mit Raketen angriffen, die die Rettungskräfte in Hinterhalte lockten, um sie zu attackieren. Die, die den Aufstand gegen unsere Ordnung proben, heißen nicht Elisa oder Malte oder Marco. Es sind die Raketen, Redchips und Feuerwerk, Furkans, die Deutschland in der Silvesternacht den Krieg erklärten. Natürlich sind es keine abstrakt-soziologischen Prozesse, die diese Konflikte tragen. Nein, es ist ein aufziehender Bürgerkrieg entlang ethnischer Konfliktlinien. Und dieser Aufgesang zum Bürgerkrieg ist auch kein Novum, wie uns Friedrich Merz mit seiner hilflosen Pascha-Erklärung weismachen will. Es ist inzwischen traurige Normalität in Deutschland. Türkisch-arabische Hochzeitsgesellschaften, die mit Schusswaffen ihr Liebesglück feiern in NRW. Düsseldorfer Freibäder, die von Polizeihundertschaften geräumt werden müssen. Und Silvesterausschreitungen in Altenhagen. All dies ist nicht neu, sondern es ist die Konsequenz ihrer Politik der offenen Grenzen. Laut einer Studie der Ruhr-Universität Bochum aus dem Jahr 2018 beklagen Rettungskräfte, dass bis zu 60% der Gewalttäter einen Migrationshintergrund haben. Kulturelle Motive sind bei den Tätern situationsrelevant. Den 42 verletzten Einsatzkräften aus NRW können wir Genesungswünsche senden. Aber wir können noch mehr für sie tun. Ich weiß nicht, wie Sie es mit den guten Vorsätzen halten. Meine Aufnahme, die AfD-Bundestagsfraktion, hat nicht geklappt. Mehr Sport auch nicht. Aber lassen Sie uns doch gemeinsam einen Vorsatz für 23 fassen. Endlich den großen Remigrationsböller zu zünden und die Silvestertäter mit einem Feuerwerk an Abschiebungen zu überziehen. Vielen Dank.